Der Mensch lernt das zu glauben, was ihm im Laufe des Lebens vermittelt wird. Und damit entsteht sozusagen ein Schrank voller Schubladen. Es ist enorm wichtig, dass man aus ihm das rausholt, was außerhalb seines normalen Denkens stattfindet. Design sehe ich eigentlich als Katalysator für Veränderung. Der Ort ist auch Heimat, sage ich mal, und noch das ländliche, überschaubare, das kleine und auch die Leute entsprechend dazu, also bodenständig, mit Handschlagqualität. Wir heißen Bernd Gruber Kitzbühel, also das ist schon eine tiefe Verwurzelung hier im ländlichen Raum und das kommt da sicher, das hängt mit dem Handwerk zusammen. Also wir sagen ja, gutes Design ist ein Part, aber wirklich die Realisierung davon und die Umsetzung ist der zweite. Die Ideen von unseren Kunden, die Ideen von unseren Designern, die fordern uns immer. Wir folgen nicht wirklich Trends, sondern wir wollen eigentlich, dass jedes Projekt speziell ist und zeitlos. Wir vermeiden einfach Bunk und Bots. Ja, das ist uns extrem wichtig. Jedes Projekt, was wir umsetzen, startet eigentlich immer damit, dass wir uns anschauen, was ist die Kultur vom Kunden, was ist unsere Kultur und was ist der Ort. Und aus diesen drei Faktoren heraus gestaltet dann eigentlich sich das Haus von alleine. Wir arbeiten mit Naturstein, mit Holz, mit Kalkfarben, Leder und Stoffe, die keine synthetischen Materialien enthalten. Man versucht, eine Balance zu finden. Das ist die Essenz von dem, was wir tun, dass wir eine gute Materialbalance im Raum schaffen können. Ihr Design hat für mich immer einen großen Einfluss auf Funktion und Formgebung. Was aber definitiv ein wesentlich größerer Faktor für mich ist, ist einfach Geschmack und Gefühl. Und das sind zwei Komponenten, die kann man weder studieren noch kaufen.